Ich heiße Diego. Markus. Daniel Stimmler. Hi. Christina. Ich habe den Santa Cruz Bronson getestet. Sie haben Nomad getestet und Bronson? Gerade das Bronson, das neue. Ein Bronson von Santa Cruz in Größe M. Also ich fahre seit 15 Jahren, so ich denke gut. Oh, schon eigentlich ganz gut. Ich fahre schon ein bisschen länger, fortgeschritten, plus. Ja, ist aber mehr so Gelegenheitsfahrer. Fortgeschritten. Whitey Capra. Ein Transition Patrol fahre ich. Meter? Conventional? Ein Track Remedy. Super geiles Fahrrad, ja. Also im Vergleich mit, also mein Whitey hat ein bisschen mehr Federweg. So vielleicht ist es eher mehr Enduro Downhill, aber dieses Fahrrad fand ich super stabil, hauptsächlich in den Wurzeln, wenn man in den Wurzeln reinfährt. Und insgesamt habe ich das Gefühl von das Federweg von hinten toll gefunden. Insgesamt das ganze Fahrexperience war super, super toll. Ich glaube, dass das Gefühl von dem Federsystem fand ich am besten. Auf jeden Fall sehr, sehr schickes Rad, fährt sich super. Ja, Wohlfühlgeometrie, ne? Lässt sich super bewegen. Bergauf auch eine Bombe, also ich bin wirklich begeistert dann. Von dem Rad auf jeden Fall die Kinematik halt vom Hinterbau. Liegt schön satt, lädt auch ein zu spielen mit dem Rad. Und ja, natürlich die Laufräder, ne? Die Carbon-Laufräder. Ist verspielt und wendig, also bergauf fährt sich auch super gut und mir ist halt wichtig, dass es bergunter so wie bergauf für die lokalen Gegebenheiten super fährt. Ja, das Snowman war halt schon sehr downhill-lastig. Ne? Das war echt wie mein Downhill-Bike im Prinzip. Und das Bronson war viel verspielt, hat direkt von Anfang an Bock gemacht, sich draufzusetzen, loszufahren. Das war sehr cool. Und ich glaube, das wird ein Bronson im nächsten Jahr bei mir werden. Von 1 und 10, von Qualität her, ich würde einen 9 schätzen. Eine 11 von 10, würde ich sagen. Also auf jeden Fall, so jetzt aus dem Stand raus, eine glatte 1. Hat es sich definitiv verdient dann. Ich muss sagen, überraschende 9, glaube ich.